Liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Ich freue mich heute sehr, Herrn Professor Drechsler zu begrüßen. Herr Professor Drechsler leitet die Arbeitsgruppe zur Virusepidemiologie im Institut für Virologie an der Charité, das ja ohnehin davor Weltruf hatte in der Szene und sagen auch für mich der virologische Laie ist, natürlich im Rahmen der aktuellen Pandemie seit über einem Jahr natürlich besondere Bedeutung gewonnen hat. Herr Professor Drechsler, herzlichen Dank, dass Sie sich jetzt zum zweiten Mal in unserem Format Zeit genommen haben. Ja, Herr Schemi, vielen Dank für die Einladung. Es ist natürlich eine große Freude, auch daran teilzunehmen. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen im Rahmen der aktuellen Diskussion ein paar Einblicke gewähren. Das ist sicherlich alles schwierig, jetzt in der Gesamtheit, in der kurzen Zeit auch verständlich abzudecken. Aber ich freue mich über auf das Gespräch. Und ja, wann Sie wollen, können wir loslegen. Es gab ja im Frühjahr, als Sie uns erläutert haben, sagen, wie die Ursprünge, sagen, also wie auch diese Suche nach den Ursprüngen, wie die stattfindet, da gab es noch einige Fragen. Da hatten wir auch einmal besprochen hinsichtlich der Mortalitätsdaten, die wir damals aus Italien irgendwie kannten und haben dann gesagt, na, das liegt nicht so sehr am Virus, sondern eher an der Struktur, wie begegnet man der Pandemie. Jetzt kommen ja nochmal so neue Variants, ja, neue so eine Mutation, bei der das im Verdacht steht, dass das doch ein bisschen anders sein könnte. Und wenn wir das so ein bisschen, wenn Sie da uns aufklären können, wie wir das Genau. beurteilen haben, das wäre ganz wunderbar. Fragen Sie Wunderbar. auch nach. Am Ende, ich habe das ein bisschen strukturiert, einen neuen Vortrag gemacht. Die Folien sind wieder auf Englisch, weil das für mich einfach irgendwie gebräuchlicher ist. Die meisten Vorträge halte ich ja dann doch eher in einem internationalen Rahmen. Aber das ist genau wie letztes Mal ganz wenig Text. Und insofern, da wir Deutsch reden, auch gar kein Problem, dem sicherlich zu folgen. Und Wunderbar. ich komme gerne auf das Thema am Ende zu sprechen. Wie gesagt, wann immer Sie wollen, lassen Sie uns in Medias Res gehen und dann schauen wir uns das zusammen an. Dann übergebe ich Ihnen das Wort herzlich gerne, liebe Kolleginnen und Kollegen, sowohl im WhatsApp-Chat als auch in den YouTube-Comments. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie rein. Ich glaube, Herr Professor Drechsler und auch ich freuen uns sehr, wenn wir einfach auch alles adressieren können, was euch durch den Kopf geht. Vielen Dank, Herr Professor Drechsler. Ich nehme meine Kamera raus und übergebe Ihnen das Wort. Vielen Dank, Herr Schemi. Ich habe meinen Bildschirm geteilt. Können Sie ihn sehen? Ganz wunderbar. Perfekt. So, also es geht heute wieder um Coronaviren zum zweiten Mal logischerweise als Beitrag zu Ihrer Fortbildungsreihe. Heute geht es besonders um Evolution. Das ist eines der Kernthemen, die wir hier am Institut bearbeiten, mit mehreren Arbeitsgruppen, unter anderem auch meiner Gruppe oder meinem Labor. Und ich beginne diesen Vortrag mit einem kurzen Abstecher nochmal zu den tierischen Ursprüngen. Darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen und ich habe jetzt am Anfang ein paar Folien gemacht, um Tiere nochmal jetzt nicht als Ursprung so sehr zu beleuchten, sondern vielmehr als Infektionsquellen und als Quellen zur Entstehung möglicher weiterer Mutationen, die für uns relevant werden könnten. Um dann in einem zweiten Teil tatsächlich ein bisschen die Evolution und die Mutation von Coronaviren zu beleuchten. Also wenn wir einfach nochmal anfangen, das ist der Stand, wo wir im letzten, ich glaube, Frühjahr waren, dass wir gesagt haben, Viren kommen oft aus Tieren, neue menschliche Viren kommen häufig aus einem tierischen Reservoir, zum Beispiel aus bestimmten Affenarten oder Fledermäusen. Und das ist ja hier auch nochmal dargestellt, dass solche Viren wie Tollwut, Ebola, Dengue oder eben auch das HI-Virus einen tierischen Ursprung haben und dass eben 60%, wenn nicht mehr, bei den Viren ist es mehr als 60% unserer Erreger eben einen tierischen Ursprung hatten oder auch noch haben. Nur kurz als Erinnerung, darüber haben wir letztes Mal ja sehr ausführlich gesprochen. Und ich wollte nochmal im Coronavirus-Kontext jetzt allgemein darstellen, wie wichtig dieser tierische Ursprung ist, und zwar sowohl als Frage des Ursprungs der Viren als auch nach der Frage nach aktuellen Ansteckungen. Wenn Sie hier mal schauen, hier sehen Sie die sieben menschlichen Coronaviren oder die sieben Coronaviren, die Menschen infizieren oder infiziert haben. Und wir reden im weiteren Verlauf des Talks über einige dieser Viren. Darum, ich habe die hier unterteilt in endemische und neu auftretende Viren, also endemic und emerging Coronaviren. Hier auf der linken Seite ist der Ursprung. Das haben wir letztes Mal besprochen. Die meisten dieser Viren kommen aus Kleinsäugern, zum Beispiel Fledermäusen, hier mit dem Fledermauspiktogramm oder einige auch aus Nagetieren. Jetzt wird es ein bisschen spezifischer. Also,
wir stecken uns an Zwischenwürden an im Verlauf, zum Beispiel dieses, oder wir können uns, das war ein bisschen zu stark gesagt, nicht wir stecken uns an, sondern wir können uns anstecken, zum Beispiel im Falle des MERS-CoV, des MERS-Coronavirus, das ist sehr klar, das hat in Zwischenwirt aus Fledermäusen in Kamele und wir stecken uns, das ist ja auf der rechten Spalte, an Kamelen, neben der Ansteckung an Menschen, die auch möglich ist, eben auch an. Bei den endemischen Coronaviren steckt man sich am Menschen. Aber bei diesen neu auftretenden Coronaviren ist es im Fall des MERS-Coronavirus klar, dass wir uns an Kamelen anstecken. Im Falle des SARS-Coronavirus, das 2003, 2004 existierte und vor allem Fälle in China und in Kanada ausgelöst hat, steht hier ein, das soll ein Civet sein, also eine Paguma lavata, eine Schleichkatze. Und da ist ein großes Fragezeichen dran, weil eben nicht klar ist, ob wir uns immer an diesen Tieren infizieren als Mensch. Und bei SARS-CoV-2 ist ein noch viel größeres Fragezeichen, das wir gleich nochmal beleuchten. Hier sehen Sie so einen Stammbaum der Coronaviren. Hier unten ist das SARS-Coronavirus und das SARS-Coronavirus 2, also das Virus, das aktuell die Pandemie macht, zusammen mit vielen anderen Viren. Die Namen der Viren, die heißen alle HCoV, das steht für Humanus Coronavirus oder Human Coronavirus. Und dann haben die bestimmte Abkürzungen. Die bei den endemischen Coronaviren, endemisch, das sind diese Schnupfen-Coronaviren, die eben jeden Winter von neuem überall auf der Erde, wo immer dann gerade Winter ist, meistens zwischen 5 und 10% aller Schnupfen verursachen. Also weniger als die Rhinoviren, die bis zu 50% aller Erkältungen, Schnupfen, also fließende Nase, eine Pharyngitis, machen also einen oberen Atemwegsinfekt. Und diese Viren haben Buchstaben und Zahlen, das ist häufig verwirrend und man kann sich das als Nicht-Virologin, auch schon in der Virologie ist das bei weitem nicht so, dass jeder Virologe jetzt diese Termini alle kennt. Um das nur kurz zu erklären, zum Beispiel dieses Virus heißt NL63, weil es nur aus den Niederlanden kam, also NL und dann war das eben die Probe 63 oder auch Viruspassage 63, so stellen sich diese Namen in der Regel zusammen. Und wir werden im Verlauf der heutigen Besprechung über zwei dieser Viren nochmal näher reden. Ich zeige Ihnen das auf den nächsten Folien, das 229E, dieses Virus und dieses Virus hier unten, das OC43. Das OC43 ist ein Beta-Coronavirus, wir unterscheiden Alpha- und Beta-Coronaviren und eigentlich auch noch ein paar andere, aber da gehen wir mal jetzt nicht in Details. Und das SARS-CoV-2 ist also auch ein Beta-Coronavirus. Das heißt, wir werden gleich uns ein anderes, so ein Schnupfen-Beta-Coronavirus angucken, das OC43, und auch ein Schnupfen-Alpha-Coronavirus, das 229. Die sind einfach ein bisschen voneinander entfernt, genetisch und antigenetisch, aber eben beide sehr, sehr häufig vorkommend. Und wie gesagt, jeden Winter immer wieder saisonal auftreten. Und was wir auch letztes Mal schon besprochen haben, hier sind ein paar aktuellere Daten, die Ihnen auch einen Stammbaum zeigen. Hier ist das SARS-Coronavirus, da ist das SARS-Coronavirus 2. Und hier sehen Sie in diesem Stammbaum, überall sind so Fledermauspiktogramme hier in lila gehalten. Und hier sehen Sie eine Balkengrafik auch in lila, die zeigt, je höher der Balken ist, umso höher ist die genetische Diversität von SARS-Coronavirus in einem jeweiligen Wirt. Und Sie sehen, der Fledermausbalken ist höher als der Pangolinbalken und deutlich höher als der Menschbalken. Mit anderen Worten, die Daten sind sehr klar, dass eben das SARS-Coronavirus 2, genauso wie das SARS-Coronavirus 1, das alte SARS-Coronavirus, aus Fledermäusen kommt. Und zwar genauer gesagt aus diesen Fledermäusen, den Hufeisennasen. Das nur kurz als Erinnerung. Jetzt ist aber seit dem letzten Mal, als wir gesprochen haben, natürlich einiges passiert. Und das fasse ich auf dieser Folie zusammen. Und hier geht es vor allem jetzt um aktuelle Studien, entweder in Tieren, die in den Haushalten leben, also Katzen und Hunde typischerweise, oder aber auch Tieren, die wir züchten, um sie zum Beispiel zu essen oder als Nutztiere. Und die man jetzt in Infektionsstudien untersucht hat, ob sie denn empfänglich wären für das SARS-Coronavirus 2. Und Empfänglichkeit in so einem Tierinfektionsversuch oder Tiermodell braucht Bewertungskriterien, die ich hier auf der linken Seite einmal zusammengefasst habe. Also das Virus muss replizieren in diesem Tier, nachdem man es verabreicht hat. Das wäre schön. Das heißt Serokonversion, wenn das Tier eine Antikörperantwort, also eine adaptive Immunantwort entwickelt auf SARS-CoV-2, dann ist es sehr interessant zu sehen, wenn man jetzt ein Infektionsmodell braucht, um zum Beispiel Wirkstoffe oder Therapeutika zu untersuchen oder auch zu verstehen, wieso SARS-CoV-2 krank macht. Ist also ganz spannend zu sehen, ob denn das Virus in dem Tier eine Krankheit auslöst und ob diese Krankheit in der menschlichen Krankheit vergleichbar ist. Und wenn sie das nicht ist, ist das zumindest, wenn man jetzt ein Modell natürlich sucht,
für die menschliche Erkrankung, um hier neue therapeutische Ansätze zu validieren, natürlich von sehr begrenztem Nutzen. Und zu guter Letzt ist die Frage ganz wichtig, ist das SARS-CoV-2 von Tier zu Tier nach der Infektion denn übertragbar? Also wird es weitergegeben? Und wenn wir diese Kriterien jetzt einfach zusammenfassen, und ich möchte jetzt beileibe nicht mit Ihnen und Ihren, und den Kollegen über 10, 20 verschiedene Paper im Detail sprechen, sondern das soll wirklich bei dieser einen Folie bleiben. Und alles, was Sie hier sehen müssen, ist, hier sind ganz viele Tiere als Bilder gezeigt mit einer Bewertung, die ich mir einfach rausgenommen habe. Also irgendwas zwischen, nee, funktioniert gar nicht, funktioniert mittelgute Infektion oder funktioniert sehr gut. Und wenn ich das einfach mal zusammenfasse, dann kann man sagen, die Karnivoren erscheinen ganz besonders suszeptibel zu sein für das SARS-CoV-2. Also Hund, Katze, Maus und dann eben die Frettchen und die Nerze, die ja auch in den letzten Monaten immer wieder in den Medien waren. Das heißt, Karnivoren sind neben uns, neben den Primaten, zu denen ja auch der Mensch gehört, besonders empfänglich für das SARS-CoV-2 und können das untereinander in einigen Fällen schon bewiesen auch weitergeben. Und das ist relevant aus folgendem Grund. Vom SARS-CoV-1, vom alten SARS-CoV, wissen wir ja, dass es eben diese Karnivoren, auch das sind Karnivoren, Paguma larvata hier, dass diese Civets, diese Schleichkatzen eben infiziert werden können. Und wir wissen auch, dass Menschen sich in einzelnen Fällen vor knapp 20 Jahren an diesen Tieren infizieren konnten. Das ist hier in diesem Stammbaum nochmal gezeigt, wo einfach menschliche und tierische Virussequenzen ganz nah, Sie sehen, da ist fast keine Astlinge, also die sind ganz nah miteinander verwandt, was eben sehr starke Evidenz ist dafür, dass es dort zu einem Austausch von SARS-Coronavirus zwischen Mensch und Tier gegeben hat. Aber interessanter ist diese Frage hier, die hier in dieser Tabelle gezeigt ist. Hier werden Aminosäure, das sind die Aminosäuren des Rezeptors, den SARS-Coronavirus 1 und auch das neue SARS-CoV-2 benutzt, nämlich das ACE, nämlich ACE2, also ACE2. Das ist der, also Angiotensin Converting Enzyme 2. Das ist nun mal der zelluläre Rezeptor, an den das Virus andockt und über den vermittelt es in die Zellen reinkommt. Bei SARS-CoV-2 ist es so, dass es auch ein rezeptorunabhängiges Eintritt gibt in die Zellen, aber das ist trotzdem der wichtige und der entscheidende Rezeptor für eine effiziente Infektion einer Zelle durch SARS-Coronaviren. Und hier oben haben Sie die menschlichen die Signatur dieser Aminosäuren, das sind diese Buchstaben, sind alle einzelnen Aminosäuren. Und hier unten haben Sie die Fledermaus und in der Mitte eben diese Civets. Und wenn es eine Abweichung gibt, dann ist die blau und einfach, wenn Sie sehen, hier unten wird es farbig, dann sehen Sie, dass es zwischen dem Fledermausrezeptor S2 und dem menschlichen S2-Orthologen eben Unterschiede gibt. Und es gibt ein paar, und dagegen gibt es durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Karnivoren S2 und dem menschlichen S2. Und was immer spekuliert wurde und immer noch wird, wenn auch es nie eindrücklich belegt worden ist, oder klar belegt worden ist, ist, dass es sein könnte, dass das alte SARS-Coronavirus in vielleicht auch eine sich weiter eben mutiert hat, angepasst hat an die effiziente Nutzung menschlicher Rezeptoren auf unseren Zellen im Karnivoren zwischenwirkt. Das könnte sein, das ist aber nicht belegt. Aber diese Sequenzähnlichkeiten zwischen dem Karnivoren ACE2 und dem menschlichen oder dem Primaten ACE2-Orthologen ist schon nicht von der Hand zu weisen. Da könnte also was dran sein. Und da das ja nun mal schon einmal spekuliert wurde, müssen wir uns das eben auch, Entschuldigung, jetzt fragen. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wenn Sie zum Beispiel sich erinnern an die Diskussion der Tötung der Nerze in den Farmen in Dänemark zum Beispiel, wo also Millionen Nerze gekeult wurden, eben mit der Angst, dass dort Varianten entstehen könnten im Tier, die, wenn sie dann wieder auf den Menschen übertragen werden, besonders gefährlich sein könnten, weil sie den Phänotyp ändern könnten. Das heißt, sie könnten übertragbarer sein oder sie könnten durch die Immunantworten, die durch eine Impfung erzeugt werden, nicht mehr neutralisiert werden. Das ist eben die große Sorge. Das hat eben zur Keulung dieser Millionen an Tiere in Dänemark und auch in den Niederlanden und in anderen Ländern geführt.
Und das ist weiter eine offene Frage. Also man kann das noch gar nicht abschließend bewerten. Wir wissen aber, dass es Ansteck, also die, wir wissen, also die Evidenz, dass es Ansteckungen an Nerzen gab, dass Menschen sich an Nerzen angesteckt haben, ist sehr, sehr stark. Das ist also passiert. Wir wissen auch aus einzelnen Studien, dass streunende Katzen rund um die Nerzfarmen sich auch infiziert haben mit SARS-CoV-2-Varianten, die also von den Nerzen kamen. Und das lässt das Ganze natürlich jetzt auch nicht komplett unwahrscheinlich erscheinen, dass so etwas passieren könnte. Und da wir heute über Mutationen, Evolution reden, muss man sich einfach das klar machen, dass wenn SARS-CoV-2 in solche nichtmenschlichen Wirte eingetragen würde oder in relevanter Frequenz eingetragen wird, dass dort einiges passieren kann, was wir nicht vorhersehen können und was vielleicht das Virus wieder für uns neu macht oder für unser Immunsystem verändern könnte, sodass sich eben die Eigenschaften des Virus dann auch ändern könnten. Und das ist aktuell eines der großen Themen zur SARS-CoV-2-Evolution. Und man muss eben nochmal, darum mache ich diesen ersten Block nochmal zu empfänglichen Tieren, man muss das im Blick haben, dass SARS-CoV-2 eben zwar jetzt klar ein Menschenvirus geworden ist, das war mal ein Fledermausvirus, das ist es für uns jetzt nicht mehr, sondern es ist ein wirklich von Mensch zu Mensch, wie Sie ja wissen, äußerst effizient übertragenes Pathogen. Aber da gibt es eben auch noch die Karnivoren und da muss man ein Auge drauf behalten, weil wir nicht genau wissen, was passieren wird. Evolution ist nicht vorhersehbar, sondern geschieht aufgrund eines komplexen Zusammenspiels aus Zufall und bestimmten Selektionskräften oder bestimmten evolutiven Kräften, die dort eben wirken. Und das müssen wir also im Auge behalten. Und dann komme ich jetzt zum zweiten und längeren Block des heutigen Vortrags oder der heutigen Diskussion zwischen uns, nämlich zur Frage Mutation. Ich habe hier auf der linken Seite mal verschiedene Dinge skizziert, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Also worüber reden wir, wenn wir sagen, Viren mutieren? Das, was, glaube ich, inzwischen allgemein verständlich ist, ist, dass einzelne Nukleotide im Erbgut von Viren ausgetauscht werden können. Also hier sind drei Gene gezeichnet, ein hellgraues, ein dunkelgraues und ein weißes Gen ist skizziert und diese roten Balken sollen einfach stilisierte Austausche darstellen. Einzelne Austausche einzelner DNA oder im Virusfall RNA-Bausteine. Das wäre also ein sehr, glaube ich, verständlicher Teil von Evolution. Hier rechts auf der anderen Seite der Folie ist eben der Replikationszyklus des SARS-CoV-2 aufgetragen. Also das Virus dockt an, kommt hier oben in die Zelle rein. Dann gibt es eben eine initiale Translation, also es werden Proteine gebildet. Und ich will auch da gar nicht ins Detail gehen, sondern darauf aufmerksam machen, dass es hier, das Virus bildet sich dann so eine Replikationsfabrik in unseren Zellen, im Zytoplasma unserer Zellen. Und hier werden dann von einem viralen Protein, der RNA-Polymerase, der viralen RNA-abhängigen RNA-Polymerase, sowas haben unsere Zellen nämlich gar nicht. Unsere Zellen machen aus DNA-RNA, zum Beispiel Messenger-RNA oder tRNAs. Aber unsere Zellen haben kein Enzym, das aus RNA-RNA macht. Das ist in unseren Zellen nicht vorgesehen, sehr wohl aber vom Virus. Das ist ja ein RNA-Virus, das heißt, es braucht ein Protein, was sein Genom vervielfältigt. Und das ist nun mal diese RNA-abhängige RNA-Polymerase. Und diese RNA-abhängige RNA-Polymerase macht aus einem Ursprungsgenom sehr, sehr, sehr viele neue Genome, die dann wieder verpackt werden in neue Virionen und aus der Zelle rauskommen und versuchen, andere Zellen zu infizieren oder eben vom Organismus weitergegeben zu werden und neue Organismen, Wirte, Menschen zu infizieren. Und dieser Vorgang ist fehlerhaft und dabei entstehen eben einzelne Nukleinsäureaustausche. Wir gehen auf die nächsten Folien nochmal weiter darauf ein. Aber das ist sozusagen das, worüber wir heute in den Medien vor allem reden. Aber es gibt weitere sogenannte mikroevolutionäre Geschehnisse, die auch noch wichtig sind und die man auch unter dem Oberbegriff Mutation subsumieren kann oder auch sollte. Da gehört zum einen erstmal die Deletion zu. In diesem fehlerhaften Prozess der Virusreplikation können ganze Stücke an Erbgut einfach verloren gehen, weil diese RNA-abhängige RNA-Polymerase vielleicht ein Stück Information überspringt. Und das ist hier nochmal stilisiert dargestellt. Sie sehen, hier sind wieder die drei Gene, hellgrau, dunkelgrau und weiß. Und das dunkelgraue Gen ist hier einfach verloren gegangen. Sowas passiert in der Virusevolution relativ schnell. Es passiert auch in der Evolution anderer Organismen. Aber bei Viren aufgrund ihrer sehr kurzen Replikationszeit
passiert es eben besonders leicht. Und außerdem haben sie sehr, entsteht aus einem Virus gerne mal sehr, sehr viel neues Virus, also wirklich 10, Hunderttausende neue Viren. Und da mag das schon mal passieren. Dann gibt es noch weitere Geschehnisse, die ich nur der Vollständigkeit habe, hier nochmal erwähne. Gene können sich auch duplizieren oder können dupliziert werden. Hier haben wir jetzt zwei dunkelgraue Gene. Und zu guter Letzt gibt es einen Gentransfer, der von einem Organismus zum anderen geschehen kann. Und das ist in unserem Fall, also bei den Viren, bei den Plus-Strang-RNA-Viren, wie SARS-CoV-2, die sogenannte Rekombination, dass also aus einem, hier ist wieder sind wieder unsere drei Gene, jetzt kommt ein orangenes Gen dazu und dann entsteht ein buntes Tochtergenom, das eben orangene Bestandteile hat. Darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein, weil Rekombination in SARS-Coronaviren war Teil des letzten Vortrags vor ein paar Monaten und darum wollte ich das nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Jetzt muss man sich klar machen, die Virusevolution ist fehlerhaft und das liegt nicht daran, dass die Viren total dämlich sind in dem Sinne und man sagt, ja, wieso haben die denn so fehlerhafte Replikationsenzyme, sondern die müssen so existieren. Viren leben an der Grenze Viren replizieren nah an der Grenze zu so vielen Fehlern, dass sie gar nicht mehr erfolgreich infiziert werden können. Das ist gewollt. Also Viren haben keinen Willen, aber es hat sich als Vorteil für die Viren eben durchgesetzt im Laufe der Virusevolution. Hier sehen Sie nochmal den Vergleich. Hier ist ein Ebola-Virus aufgetragen mit einer Fehlerrate pro Genom. Nukleotid pro Base, wenn Sie so wollen, von 10 hoch minus 4. Das heißt also, alle 10.000 Basen baut diese RNA-abhängige RNA-Polymerase ein fehlerhaftes Nukleotid in den wachsenden Tochterstrang ein. Im Vergleich dazu, hier unten haben Sie einen Nager, da könnte auch ein Affe oder ein Menschenpiktogramm stehen, mit circa 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 10, hängt sehr vom Ort in der Zelle ab, über den wir reden, aber jetzt einfach mal vereinfacht gesagt, ist die Virusreplikation 1 Million Mal fehlerhafter als unsere. Und das soll, wie gesagt, so sein, denn das ermöglicht den Viren das ständige Ausprobieren neuer Varianten und damit auch das Ausnutzen oder die Reaktion auf neue Gegebenheiten in der infizierten Zelle und eben auch auf die im infizierten Wirt, nämlich zum Beispiel auf die Immunantwort des Wirtes. Und das ist eben der große Vorteil, den Viren da haben. Sie sind unfassbar anpassungsfähig im Vergleich zu uns zum Beispiel, weil unsere Evolution einfach viel exakter läuft. Und mit uns meine ich jetzt wie Säugetiere, als die eben der allermeisten Viren, unter anderem auch das SARS-CoV-2. Nun ist es aber so, dass man auch Viren und auch RNA-Viren nicht einfach verallgemeinern kann. Die Coronaviren sind hier wieder ganz besonders. Das habe ich hier auf dieser Folie mal dargestellt. Hier sehen Sie so einen Strich. Das soll das Coronavirus-Genom sein. Das ist so knapp 32.000 oder 30.000 Basen lang. Und hier sehen Sie auf der anderen Seite verglichen, diese Balken hier sind das segmentierte Influenza-Virus-Genom. Also ein anderes Virus, das auch eben durchaus eine ähnliche Klinik verursachen kann, also einen schweren unteren Atemwegsinfekt. Das aber, wenn man all diese Segmente, und da ist das Genom segmentiert und kein langer Strang, wenn man die alle zusammenzählt, kommt man auf ungefähr 13.500 Basen. Mit anderen Worten, Coronaviren sind zweieinhalb bis dreimal länger als die meisten oder sogar noch mehr als die meisten anderen RNA-Viren. Und das ist ungewöhnlich, so ein langes Genom. Und das ist fehleranfällig, weil ja die virale Polymerase, wie wir diskutiert haben, ja Fehler macht. Das heißt, dass bei so einem langen Genom wäre das für ein Virus ein großes Risiko, dass irgendwann so viele Mutationen akkumulieren, dass das Virus gar nicht mehr replizieren kann. Und das war es dann. Und als Antwort auf dieses Problem haben Coronaviren etwas gemacht, was andere RNA-Viren nicht machen oder nicht haben. Und zwar haben sie dieses Protein, das heißt NSP14 oder Nichtstrukturprotein 14. Und dieses Protein korrigiert Fehler. So ähnlich wie unsere Zellen auch Reparaturenzyme haben und dazu beitragen, dass eben unser Genom während der Zellteilung möglichst exakt weitergegeben wird. Natürlich, wie gesagt, es passieren auch Fehler, aber wie wir ja vorhin gesagt haben, etwa 1 Millionenfach weniger als bei RNA-Viren. Und bei Coronaviren ist es nun so, dass die eben, und auch bei SARS-CoV-2, das ist inzwischen klar, SARS-CoV-2 hat auch dieses NSP14 und korrigiert Fehler, was nicht heißt, dass es nicht mutiert, aber es mutiert weniger wahrscheinlich aufgrund dieses Proteins als andere RNA-Viren, die viel, viel mehr Fehler noch machen und auch viel schneller evolvieren
als oder sich entwickeln als Coronaviren. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Und jetzt habe ich Ihnen ja vorhin diese anderen Coronaviren gezeigt. Und hier oben sehen Sie die einen Zeitstrahl. Seit wann kennen wir die menschlichen Coronaviren? Und dieser Zeitstrahl beginnt vor etwa 60 Jahren. Die ersten zwei Coronaviren, das sind diese Schnupfenviren 229E und OC43, kennen wir seit etwa Mitte der 50er, Anfang der 60er Jahre. Dann kam kurz nach SARS, hat man dann nach neuen menschlichen Coronaviren geguckt und hat noch zwei gefunden, die waren vorher schon da, man hatte sie nie gesehen, man wusste nicht, dass es die gibt und konnte also auch nicht darauf testen. Das hieß damals HKU1, HKU steht für Hong Kong University, das erste, inzwischen gibt es sehr viele davon von diesen Gruppen der Hong Kong University und die hat das schon genannte NL63. Hier sehen Sie SARS, MERS-Coronavirus und eben SARS-CoV-2 als ganz rezentes Ereignis. Seit etwas mehr als einem Jahr kennen wir das ja erst. Und ich zeige Ihnen diesen Zahlenstrahl deshalb, weil ich mit Ihnen über die Evolution von menschlichen Coronaviren als solchen reden möchte und nicht nur über SARS-CoV-2 heute. Und wir reden gleich noch über diese zwei Viren ein bisschen weiter, weil für die gibt es schon einen längeren Beobachtungszeitraum, weil wir sie ja schon länger kennen. Und damit können wir etwas lernen über Coronavirus-Evolution, wenn wir uns diese schon länger bekannten menschlichen Coronaviren 229E und OC43 im Detail angucken. Und hier zeige ich Ihnen jetzt ein methodisches Detail, damit Sie mir auf den nächsten Folien damit Sie mir da folgen. Also hier sehen Sie nochmal so einen stilisierten phylogenetischen Tree, eine Phylogenie. Und Sie sehen diese Struktur, wie aus einem, diese Knoten sind immer rekonstruierte Vorfahren. Und die verzweigen sich dann in neue Viren, aber eigentlich ist nur ein Ast ist immer länger und entwickelt so eine leiterartige Struktur oder so eine Treppenstruktur. Hier könnte man ja hochlaufen. Und auf Englisch wäre das ladder-like oder eben Treppenstruktur oder leiterartige Struktur. Das ist eine Struktur, die damit kompatibel wäre, dass eine Virusvariante hier sehr schnell durch eine andere immer ersetzt wird. Zum Beispiel aufgrund einer Immunität in der Bevölkerung, dass sich eine neue Linie, die ausreichend anders ist, um sich trotzdem zu vermehren und trotzdem weitergegeben zu werden, durchsetzt in einer Population. Und wir nennen diesen Prozess Drift auf Englisch, Antigenen Drift oder Antigenic Drift. Und hier sehen Sie im Vergleich dazu, wie so ein Baum aussehen könnte, wenn das nicht der Fall wäre, mit ganz vielen verschiedenen langen Ästen und einer gewissen Symmetrie im Baum über die Zeit. Hier auf der müssen Sie sich vorstellen, also von links nach rechts auf der X-Achse, dann wäre immer Zeit. Das wäre also über Zeit die Entwicklung einer bestimmten Virusgruppe, eines Taxons. Und wenn Sie sich jetzt angucken, also wie gesagt, dieser Baum hier könnte bedeuten, dass eben ein Virus zum Beispiel einer bestimmten Immunität in einer Population, also in unserem Fall in menschlichen Populationen, wegdriftet, sich wegentwickelt. Und das Gleiche können wir uns auf antigenetische Eigenschaft anschauen. Das ist am besten untersucht für Influenza-Viren. Was Sie hier sehen, ist wieder so ein Stammbaum der Influenza-Viren und Sie sehen sofort wieder, ja, der sieht ja auch wieder, der hat auch wieder diese etwas. Das ist jetzt also real life, so sieht tatsächlich diese Virusphylogenie aus, die ist jetzt nicht gemalt, wie auf der vorigen Folie. Und also auch diese Treppenstruktur erkennbar, sehr schön. Und das kann man jetzt, wenn man Antiseren hat gegen diese Viren, zum Beispiel aus Fettchen, die Tiermodelle sind für Influenza, oder auch aus Menschen, aus infizierten Patienten oder Menschen, kann man gucken, wie die Viren sich über die Zeit entwickeln mit solchen Kartografien. Diese ganzen Punkte hier sind, ohne dass man da klare Achsen vergeben kann, die Frage nach, wie wirkt ein Antiserum eines geimpften Menschen oder eines infizierten Menschen gegen ein bestimmtes Influenza-Virus. Und da sehen wir wieder, es gibt so eine Entwicklung von links hier runter. Das heißt, die antigene Entwicklung, die Frage der Neutralisierbarkeit, folgt dem Stammbaum. Und diese Folie ist die Grundlage. Das ist das, was jedes Jahr von einer Expertengruppe, einer ganz kleinen Expertengruppe gemacht wird, um vorherzusagen, ob wir eine Anpassung unserer Influenza-Impfstoffe brauchen für die kommende Wintersaison. Das ist also das, was Sie jedes Jahr, wenn Sie sich immer fragen, ja, wer sagt denn nun, ob eine neue Impfung her muss für die nächste Grippesaison oder nicht, genau diese Art von Daten wird also von vielen Expertenlaboren für Influenza, für das echte Grippevirus weltweit gemacht. Und ein ganz kleiner Kreis aus sehr erfahrenen Wissenschaftlern versucht dann aufgrund dieser
Analysen und dieser Kenntnisse vorherzusagen, welches Virus am besten von den vorhandenen Viren, aus denen wir Impfstoffe herstellen können, am besten geeignet wäre und am ehesten Schutz geben könnte für die nächste Saison. Das ist also eine Vorhersage, die getroffen wird. Und ich betone das hier so, weil vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, Mensch, du, jetzt hatten wir ja einige Winter, wo dann der Influenza-Impfstoff frustrierenderweise gar nicht so gut schützte. Vielleicht nur 20%, vielleicht nur 30% Schutz. Und das ist natürlich unfassbar frustrierend für uns. Aber es geht eben nicht besser, weil wir hier immer eine Vorhersage machen müssen im Fall von Influenza für etwas, was noch geschehen wird. Und im Allgemeinen funktioniert das schon sehr gut. Nun haben diese Impfstoffe bei Influenza, über die wir jetzt hier gar nicht im Detail reden wollen, inhärente Limitationen auch, die wir jetzt bei SARS-CoV-2 mit sehr modernen Impfstoffen zum Beispiel gar nicht haben. Also da wird auch viel passieren in den kommenden Jahren, hoffentlich auch bei Influenza, was eben zu einer höheren Effizienz, zu einem besseren Impfschutz führen wird. Aber ich wollte das hier nur mal darstellen, wir reden über Evolution, um zu zeigen, wie schnell Viren sich anpassen. Im Falle von Influenza-Viren zum Beispiel durchaus auf jährlich. Dass also jedes Jahr, im schlimmsten Fall müsste man jedes Jahr den Impfstoff verändern. Das ist nicht ganz so, sondern man muss das eher alle paar Jahre machen und an ausgewählten Stellen. Aber es kommt eben aufgrund der Geschwindigkeit der RNA-Virus in Evolution, ein Influenza-Virus ist genauso wie SARS-CoV-2, ein RNA-Virus, kommt das eben durchaus vor. Und was hier auf der anderen Seite der Hälfte der Folie noch dargestellt wird, ist die Seite des Virus, des viralen Glykoproteins, des Influenza-Virus-Glykoproteins, die mit dem Rezeptor, dem zellulären Rezeptor, interagiert. Bei Influenza ist dieses Virusprotein, heißt Hemagglutinin. Und der Rezeptor ist eben nicht S2, sondern das sind Sialinsäurereste auf den Zellen. Aber das Virus driftet eben vor allem rund um die Stelle, die mit dem Rezeptor interagiert. Das sind diese roten Bereiche dieser Proteinmodellierung hier, die da vor allem sich verändern. Das liegt daran, dass vor allem diese Bereiche auch das Ziel neutralisierender Antikörper sind, die durch die Impfstoffe eben deren Produktion durch die Impfstoffe eben angesteuert oder angekurbelt wird. Das heißt, auch das ist wieder wichtig zu wissen, wenn wir über SARS-CoV-2 reden und über Evolution, dass es setzen sich eben die Varianten durch, die Drift-Varianten, die einen Vorteil haben, wenn es einen Druck gibt, einen Selektionsdruck, wie eben zum Beispiel die Immunität in den Menschen, die geimpft worden sind. Und das ist interessant. Wenn wir jetzt wieder zu den Coronaviren gehen, ich habe ja gesagt, das Glykoprotein von Influenza-Viren ist das Hemagglutinin. Und hier sehen Sie ein Schema, ein Coronavirus-Schema, haben Sie schon mal gesehen. Und hier in der Virushülle ist also das Spike-Protein. Und dieses Spike-Protein, hier sehen Sie das Gen, das für das Spike-Protein kodiert, mit einer S1 und einer S2-Untereinheit. Es hat also zwei Einheiten, aber das ist eben erstmal ein Gen, also das Spike-Gen, das für das Spike-Protein kodiert. Und hier in der Mitte der S1-Untereinheit ist die sogenannte Receptor-Binding-Domain. Genauso wie bei Influenza-Viren. Also abgekürzt sagt man die RBD, Receptor-Binding-Domain. Das ist der Bereich des Spike-Proteins, mit dem SARS-CoV-2 an unsere zellulären Rezeptoren, eben hier nochmal gezeigt, das S2, andockt. Aber hier durch diesen Antikörper schematisch gezeigt, ist gleichzeitig der Bereich, der besonders immunogen ist und gegen den besonders neutralisierende Antikörper wirken. Und die natürlich deshalb auch in allen Impfstoffen, die wir entwickeln, enthalten ist. Das Spike ist in allen Impfstoffen, muss enthalten sein. Manchmal ist es mehr als nur das Spike. Es gibt Impfstoffe, die auf, also zum Beispiel auf ein Vollvirus aufbauen, die in China zum Beispiel hergestellt worden sind, in einigen anderen Regionen. Aber die meisten Impfstoffe, unter anderem die bei uns in Deutschland gerade eingesetzt werden, bald eingesetzt werden, sprich BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, die basieren alle auf diesem Protein, auf dem Spike-Protein. Und das ist wichtig, weil wir uns damit ja auch über Spike-Evolution Gedanken machen müssen. Und hier sehen Sie jetzt die angekündigten Vergleich von Coronaviren, die wir schon seit 60 Jahren kennen. Hier ist ein Baum für das 229E über 30, 40 Jahre Virusgenom, also Erbgut von Viren, angeguckt. Das ist eine Arbeit, die wir eingereicht haben vor ein paar Monaten. Hier ist das OC43 und hier sehen Sie im Vergleich ein Influenza-Virus, IAV abgekürzt. Und alles, was Sie hier hoffentlich sehen sollten, ist, dass
sie schon wieder so eine treppenartige Struktur haben. Und zwar von dem Influenza-Virus, wo wir sie erwarten, wo wir wissen, da gibt es antigenetischen Drift, antigenic Drift. Aber bei den Coronaviren ist die Phylogenie durchaus damit kompatibel, dass es das dort auch gibt. Und jetzt ist die große Frage, bedeutet das, dass das Coronaviren genauso schnell mutieren wie Influenza-Viren? Denn das würde ja bedeuten, dass ähnlich wie bei Influenza, wo unsere Impfstoffe teilweise nur ein Jahr, wenn überhaupt, wirken, wie sieht das denn dann mit SARS-CoV-2 aus und den Impfungen? Und um das anzuschauen, haben wir hier die Evolutionsrate verglichen. Auf der Y-Achse sehen Sie die Anzahl, die Evolutionsrate. Und hier sind die beiden Coronaviren und da ist das Influenza-Virus. Und hier auf der anderen Seite sehen Sie etwas Ähnliches, nur in diesem Fall nicht eine Rate aus einer phylogenetischen Analyse, sondern einfach die Anzahl der Aminosäure-Austausche, also der nicht-synonymen Mutationen. Und in beiden Fällen ist das Influenza-Virus deutlich schneller, hat eine deutlich höhere Rate an Austauschen als die beiden Schnupfen-Coronaviren. Und das ist natürlich kompatibel mit diesem NSP14, das wir vorhin hatten, diesem Korrekturprotein. Die Polymerase von Coronaviren macht sicherlich ganz genauso viele Fehler oder ähnlich viele Fehler wie die Influenza-Virus-Polymerase, aber Coronaviren korrigieren viele dieser Fehler, nicht alle, aber einige. Und darum ist es wahrscheinlich so, dass die Coronavirus-Evolution im Vergleich zu der Evolution der Influenza-Viren, also in vielen Aspekten, ja auch von klinischen Aspekten teilweise, ein interessanter Vergleich seines Virus, langsamer ist. Und damit könnte man sich überlegen, dass wir auf lange Sicht, und das betone ich jetzt schon, ich gehe am Ende nochmal darauf ein, auf lange Sicht eine höhere Stabilität vielleicht erwarten dürfen von SARS-CoV-2 im Vergleich zu Influenza-Viren. Und damit auch eine auf lange Sicht höhere Effektivität der Impfungen. Aber wir kommen gleich darauf zurück. Es gibt natürlich trotzdem, trotz all dieser Korrektur, die in Coronaviren machen, gibt es Austausche. Und hier sehen Sie jetzt nochmal dieses Spike-Gen für das 229E, für das OC43 und hier das Glykoprotein von Influenza, also das Hämagglutinin-Gen. Und eingekastet sind hier jeweils die Rezeptor-Bindedomänen. Und diese Striche auf der Y-Achse bedeuten einfach Austausche. Und was ich sage Ihnen das einfach, Sie müssen mir das jetzt glauben, weil ich möchte jetzt nicht Details einer Abbildung mit Ihnen diskutieren. Aber Sie sehen hier, es gibt ganz viele Austausche innerhalb diesen eingekasteten Regionen. Und das heißt, wir haben eben bei Influenza-Viren wissen wir ja, das hatte ich am Anfang gesagt, auf dieser Influenza-Folie, dass viele der Austausche, die dem Virus erlauben, vor der Immunität, die durch eine Impfung zum Beispiel erzeugt worden ist oder durch eine vorangehende Infektion wegzudriften, dass die in der Rezeptor-Bindedomäne liegen. Und genau das Gleiche scheint auch in den Schnupfen-Coronaviren zu passieren. Und genau das Gleiche scheint auch bei SARS-CoV-2 jetzt zu passieren. Das bekomme ich in den nächsten Folien. Das heißt, wir sehen hier eine Ähnlichkeit zwischen den Coronaviren und Influenza-Viren. Nicht nur, was erstmal an sich die Frage betrifft der Evolution, also dieses antigenetischen Drifts, sondern auch, wo das passiert in den Glykoprotein-Genen. Und es gibt Daten, wenige, aber es gibt sie, die zeigen, dass das tatsächlich was mit der Neutralisierbarkeit zu tun hat, diese Austausche. Hier sehen Sie Daten aus einer Studie, die vor der Pandemie entstanden ist, vor etwa 10 Jahren, zu einem dieser Schnupfen-Coronaviren, zum 229E. Und das sind einfach die Frage, wie gut können Seren, die aus Kaninchen kommen, bestimmte Viren neutralisieren. Und da wurden zwei Viren verglichen. Das eine ist 60 Jahre alt, sozusagen das Prototyp-Laborvirus. Und das andere ist einfach an einem Patienten, ich glaube, hier, wann war es, von 2004. Also dazwischen liegen circa 40 Jahre Evolution. Und wenn Sie hier gucken, das Kaninchenserum, das gegen den Prototypen gemacht wurde, also das heißt, dieses Kaninchen wurde immunisiert mit dem Prototyp-Virus, neutralisiert das Prototyp-Virus, so wie es soll, aber es neutralisiert nicht das klinische Isolat, das 40 Jahre später einen Patienten infiziert hat. Und das Gleiche passiert andersrum. Kaninchenseren, die gegen das klinische Isolat von 2004 gemacht worden sind, haben eine reduzierte neutralisierende Aktivität gegen das Prototyp-Virus, das 40 Jahre alte. Das ist also insgesamt, wenn man jetzt die phylogenetische Evidenz mit diesem Laborversuch, mit diesem Zellkulturversuch kombiniert, zeigt einem das,
einfach über ein paar Jahrzehnte Evolution tatsächlich wahrscheinlich die Viren sich ausreichend verändern, damit sie nicht mehr so gut von der adaptiven Immunantwort, in diesem Fall Antikörper, also B-Zell-vermittelte Immunantworten, erkannt und neutralisiert und ausgeschaltet werden können. Und jetzt sind wir endgültig bei SARS-CoV-2 angelangt. Und inzwischen wissen Sie ja, es gibt da ganz viele Linien, A, B, und dann kommen Nummern dazu. Da will ich gar nicht, nicht, und dann kommen die vielleicht aus England oder aus Südafrika oder eben aus Nerzen, über die wir gesprochen haben. Und jetzt gibt es Mutationen. Hier sind sie eingezeichnet. Ich gehe die auf keinen Fall im Detail jetzt mit Ihnen durch und rattere jetzt hier Positionen nicht. Diese Mutationen bezeichnen immer den Aminosäureaustausch. Hier zum Beispiel N an Position 501, das Spike, über das wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Und da wird das N eben durch ein Y ersetzt an Position 501. Also das bedeuten diese Namen. Oder eben, die ist auch sehr wichtig, E484K. Das ist also, die Nummer bezeichnet die Position im Spike, im Gen. Und der Aminosäureaustausch ist dann eben die linke Aminosäure wird ersetzt durch die hinter der Zahl steht. Und da gibt es einige. Es gibt sogar eine Deletion bereits an Position 6970, wo zwei Aminosäurereste also bereits verloren gegangen sind. Ob das nur im Nerz entstanden ist, sei mal dahingestellt. Und all diese Mutationen, wenn wir mal gucken, warum sind die für uns wichtig? Was wir wissen ist, viele dieser Mutationen verstärken die Bindung des viralen Spike-Proteins an den Rezeptor, an den zellulären Rezeptor. Und eine verstärkte Bindung kann zu einer besseren Infektion dieser Zellen führen, die insgesamt zu einer stärkeren Virusvermehrung führt. Und wenn ein Patient mehr Virus hat in den oberen Atemwegen, dann ist es wahrscheinlich, dass er auch besser andere Menschen anstecken könnte. Wie gesagt, das ist auch wieder nicht so, dass man das als Gesetzmäßigkeit jetzt geben sollte, dass das immer der Fall ist, aber es könnte sein. Und als zweites, warum wir diese Mutation ernst nehmen, ist, sie reduzieren eben oder sie könnten die Neutralisierbarkeit reduzieren des Virus durch zum Beispiel unvermittelte Immunantworten oder durch Immunantworten, die vielleicht durch eine milde erste Infektion verursacht sind. Und das müssen wir uns angucken. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass es bestimmte Patienten gibt, in denen solche Mutationen vielleicht sogar vermehrt aufgetreten sind. Und hier sind zwei Fälle, der eine aus dem New England Journal, der andere war bis vor kurzem nur ein Preprint, ich weiß nicht, ob er schon raus ist. Und hier sehen Sie wieder hier sehen Sie einen Stammbaum und hier sehen Sie eine Modellierung eines Spike-Proteins. Und wieder sehen wir rund um die Rezeptorbindedomäne, nicht ausschließlich, aber in der Nähe eben, die ist hier, sehen wir relevante Mutationen, also schon wieder ganz viele Ähnlichkeiten zwischen der Evolution der Schnupfen-Coronaviren, der Influenza-Viren und eben auch des SARS-CoV-2. Und das in immunsupprimierten Patienten, die über 100 Tage infiziert worden sind oder infiziert waren, wo eben solche Varianten offensichtlich nochmal besonders leicht entstehen. Und interessanterweise ist mindestens einer dieser Patienten mit einem Antikörperprodukt, also monoklonalen Antikörpern, behandelt worden oder auch einem konvaleszenten Plasma. Und das ist natürlich nochmal ein ganz neuer Druck, wenn Sie auch noch Antikörper auf diese in solchen immunsupprimierten Patienten zugeben, die nochmal den Druck auf das Virus erhöhen, Varianten auszubilden, die dann eben einen Vorteil haben gegenüber den ursprünglichen Varianten, also dem Wildtyp, sagen wir. Das scheint also zu passieren. Die Frage ist natürlich, muss man einschränkend hier sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass in solchen immunsupprimierten Patienten Varianten entstehen, die später wieder in die Population eingetragen werden. Das heißt, ich will jetzt auch keine Panikaussage treffen, weil sonst müsste man sich ja ständig Sorgen machen. Es gibt viele immunsupprimierte Patienten, denken wir an die ganzen Transplantpatienten, die iatrogen immunsupprimiert sind durch uns. Also da muss man gar nicht in Richtung Immundefekt immer gehen, sondern vor allem in Richtung Medizin. Diese Patienten werden, wenn sie schwer krank sind, natürlich auch erkannt und dann isoliert. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass etwas passieren könnte, was später auch in der normalen menschlichen Population auch übertragbar sein könnte und wieder eben wichtig sein könnte für uns. Und dann gibt es weitere interessante Laborstudien. Hier zum Beispiel wurde einfach, das hier oben sollen einfach so Petrischalen sein, sterilisiert, wurde Virus passagiert, also am Leben gehalten, über die Zeit, ein paar Tage oder Wochen, in der Gegenwart bestimmter monoklonaler Antikörper. Monoklonale Antikörper bedeuten, ganz simplifiziert gesagt, dass die nur ein bestimmtes Epitop erkennen, also eine ganz bestimmte Region eines Proteins. Und damit übt man eben in vitro, im Labor, im Zellkulturversuch, Druck auf eine Viruspopulation auf, sich zu entwickeln.
Und das ist tatsächlich passiert. Das sehen Sie hier auf diesem Teil der Folie. Hier oben sehen Sie, hier, das sind verschiedene Antikörper, verschiedene monoklonale Antikörper. In schwarz haben Sie eine Kontrolle, also keinen Antikörper. Und mit dem Wildtyp, hier abgekürzt WT, also Wildtype oder Wildtyp, repliziert das Virus, kann durch die Antikörper, hier in Farben dargestellt, die Virusreplikation nicht reduziert werden. Hier ist die Kontrolle, kein Antikörper. Aber wenn diese Mutation aufgetreten ist, das ist diese 484er Mutation, dann fallen bereits zwei der monoklonalen Antikörper aus. Weil eben ein monoklonaler Antikörper nur ein Epitop erkennt und wenn dort ein Aminosäureaustausch, ein einzelner, so wie an Position 484 oder dieser genau an Position 484 vorkommt, dann kann das Epitop ausreichend anders sein, dass dieser monoklonale Antikörper leider bereits nicht mehr wirkt. Und Sie können sich ja vorstellen, was das bedeuten würde, wenn zum Beispiel ein Antikörperpräparat auf zum Beispiel diesen Antikörpern nun basieren würde. Das wäre ja möglich. Das könnte ja sein. Und hier muss man dann feststellen, dieses Präparat, wenn das nur dieser eine Antikörper wäre, würde keinen therapeutischen Effekt mehr zeigen. Wenn ein Patient von einer SARS-CoV-2-Variante oder Mutante, nennen Sie es, wie Sie wollen, infiziert wäre. Und das ist natürlich besorgniserregend. Und einer der Gründe, dass man eben in solchen Präparaten meistens nicht nur einen Monoklonalen hat, aber solche Präparate gibt es natürlich auch, sondern versucht immer möglichst mindestens zwei zu haben, damit einer auf jeden Fall auch gegen eine mutierte Variante des SARS-CoV-2 noch wirksam ist. Also das sind sehr, sehr wichtige und auch schockierende Daten der letzten Monate, Wochen und Monate. Es gibt ganz aktuelle Daten. Das waren jetzt ja monoklonale Antikörper, die häufig aus Maussystemen kommen. Hier sehen wir jetzt was anderes. Das ist Plasma von Geimpften, von Impflingen, und zwar gegen die Moderna und gegen die Pfizer-BioNTech-Vakzine in diesen zwei Farben, weiß, Moderna, rot, Pfizer-BioNTech. Und hier werden nicht Vollvirus neutralisiert, sondern Pseudoviren, also das sind Surrogatsysteme, die man im Labor leichter handeln kann. Und hier ist immer der Wildtyp links und dann ist rechts dazu eine bestimmte Mutante. Also hier ist eine Mutante, da ist es eine andere und da ist es diese 484er-Mutante. Und was ich hier sehen ist, die Punkte auf der rechten Seite sind immer ein Tick niedriger als auf der linken. Und diese Y-Achse bedeutet Neutralisierbarkeit. Das heißt, wenn der Punkt weiter unten ist, ist dieses Pseudovirus schlechter neutralisierbar als der Wildtyp. Ich habe das hier zusammengefasst. Also Sie können davon offensichtlich werden diese Varianten ein- bis dreifach schlechter neutralisiert als der Wildtyp gegen den, der die Grundlage ist des Impfstoffs, gegen den also die Immunantwort gebildet wird im Impfling. Man muss gleichzeitig aber sagen, ja, wir haben eine schlechtere Neutralisierbarkeit, aber sie ist nicht null. In keinem dieser Fälle ist auf der rechten Seite, sind die Punkte hier unten. Es ist also so, es wird schlechter neutralisiert, aber es wird neutralisiert. Und das sind die Daten, aufgrund derer wir sagen können, im Moment sehen wir keinen Grund zu befürchten, dass aufgrund einer einzelnen Mutation ein Impfstoff komplett nicht mehr wirkt und eben Immunantworten erzeugt, die zwar den Wildtyp neutralisieren, linke Seite, aber eben nicht mehr die Mutante. Noch sieht das also akzeptabel aus. Und vor ganz wenigen Tagen ist diese Arbeit zu Moderna rausgekommen, zu Moderna-Impfstoff, zur südafrikanischen Variante. Und hier sehen wir einen Vergleich der englischen Variante und der südafrikanischen Variante. Und wir sehen einen stärkeren Verlust an Neutralisierbarkeit der südafrikanischen Variante, nämlich etwa sechsfach weniger. Also mit anderen Worten, einzelne Varianten können sich stark unterscheiden in ihrer Neutralisierbarkeit. Und die Impfstoffe arbeiten nun mal, die Entwicklung des Anstoßen neutralisierender Antikörper ist ein wichtiger Teil von allen Impfstoffen. Das ist nicht der einzige Teil, sondern viele dieser Impfstoffe basieren eben auch darauf, dass T-Zell-Antworten gebildet werden. Ich denke mal, Kollege Sander hat Ihnen da sicherlich auch einiges zu vor einer Woche erzählt. Aber hier geht es eben um ein reines Untersuchen der Antikörperantwort. Ja, und das ist natürlich auch schon wieder besorgniserregend. Aber auch hier sei es wieder ganz explizit gesagt, es ist nicht null. Also auch hier haben wir wieder grundsätzlich eine Neutralisation dieser Mutante, dieser südafrikanischen Variante von SARS-CoV-2, wenn auch reduziert, was natürlich nicht schön ist, aber es ist nicht null.
Und dann auf der nächsten Folie wollte ich noch etwas zur Virusentwicklung sagen. Viren entwickeln sich, oder die Evolution als solche will nichts, sondern sie geschieht. Aufgrund von Selektionsdruck, wie wir gerade auf den letzten Folien ja ganz oft besprochen haben. Man darf nicht den Fehler machen, zu sagen, dass so eine Mutante, ein mutiertes Virus automatisch auch tödlicher oder virulenter ist für den Wirt. Dazu gab es ja, der britische Premier hat sich ja vor wenigen Tagen vor die Presse gestellt und das für die englische Variante behauptet. Oder genauer gesagt gesagt, es gäbe eine gewisse Evidenz dafür. Da ist ihm ja auch schon von Wissenschaftlern widersprochen worden, dass wir das einfach noch nicht wissen. Und wir wissen es auch weiter nicht. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass nicht alle Mutationen im Sinne zu einem böseren oder tödlicheren Virus per se führen müssen. In dieser englischen Variante gibt es ein Stopp-Codon. Also solche Stopp-Codons führen zu einem Ende der Proteinproduktion an den Ribosomen in unseren Zellen. Nennt man das Stopp-Codon. Das ist eine bestimmte Nukleinsäure-Struktur. Ein Codon ist immer eben drei Nukleinsäuren bilden ein Codon. Und dieses Codon kann eben dem Ribosom auch mitteilen, so, hier ist das Protein jetzt zu Ende, Translation bitte abbrechen. Und eine dieser Mutationen ist in diesem Protein, in diesem Gen für das Protein 8, das ist eins der Proteine von SARS-CoV-2. Und zwar ist das wahrscheinlich ein Immunantagonist, genau wie bei SARS-CoV-2. Das ist also ein Protein, das die angeborene Immunität in unseren Zellen, also ganz breit gefasst Interferonantwort, das ist natürlich mehr als das, aber es hat viel mit Interferonen wieder zu tun, dass eben ein Antagonist ist dieser angeborenen Immunität in unseren Zellen. Und dieses Protein ist also hier trunkiert, es ist kürzer, weil eben dieses Stopp-Codon dort, es gab eben eine Mutation. Und es gibt ganz interessante Daten aus einer frühen Case-Cohort-Study, also einer Fallkontrollstudie aus Singapur, die verglichen haben Patienten, die mit einer anderen, völlig anderen Variante, die aber auch in diesem Protein 8 eine große Deletion hatte, infiziert waren im Vergleich zu Patienten, die mit dem Wildtyp, dem Ursprungsvirus, infiziert waren. Hier sehen Sie, auf dieser simplifizierten Balkengrafik, sehen Sie die Anzahl an Patienten, die Sauerstoff benötigen. 28% der Patienten in dieser Fallkontrollstudie, die mit dem Wildtyp infiziert waren, waren sauerstoffpflichtig. Keiner, der mit dem mutierten Virus infizierten, brauchte Sauerstoff. Und das ist natürlich interessant. Das soll, auch hier sei es nochmal gesagt, damit Sie mich da nicht falsch verstehen. Ich will nicht bedeuten, dass jetzt die englische Variante, die nun auch im Gen, das für das Protein 8 kodiert, eine Variation hat, ein Stopp-Codon, dass die auch automatisch, ich sage nicht explizit, dass diese Variante weniger bösartig ist, nur weil in Singapur diese Daten existieren für eine völlig andere Variante, die aber im gleichen Protein zu einer Änderung führt, nämlich dem Protein 8. Ich will damit nur sagen, dass für ein Virus ist ein sterbender Wirt kein Vorteil, der selektiert wird in aller Regel. Denn ein sterbender Patient bedeutet ja eine verringerte Möglichkeit zur Ansteckung weiterer Menschen oder weiterer Wirte, und also das ist ein Kernelement der Existenz von Viren, dass sie weitergegeben werden an neue Wirte. Und ich habe diese Folie deshalb hier jetzt gezeigt, weil ich einfach nicht will, dass man das so versteht, jede Mutation muss also immer negativ sein für die menschliche Gesundheit. Das kann auch ganz anders laufen. Aber in der Tat muss man sagen, es sieht eben leider so aus, wir hatten ja vorhin über verstärkte Bindung einiger mutierter Viren an den zellulären Rezeptor gesprochen. Und es sieht nun mal leider so aus, dass einige dieser Varianten auch eben zu einer verbesserten Virusreplikation führen und damit auch zu einer verbesserten Übertragbarkeit. Und darum muss man das tatsächlich so ernst nehmen, wie unsere Regierung das ja auch gerade tut. Und eben auch die Wissenschaftler das tun. Und das wollte ich an dieser Stelle nochmal einfügen, dass wir eben sagen, Mutation kann sehr, sehr viele Effekte auf ein Virus haben und eben auch auf die menschliche Gesundheit. Und damit komme ich zum Ende des Vortrags und zu einer Vorhersage, die nichts weiter ist als eine Vorhersage, und ich kann komplett falsch liegen. Aber einfach mal, wenn ich mir diese Evidenz angucke der letzten Monate, dann ist der Eindruck, der sich mir aufdrängt, dass in der Pandemie dass SARS-CoV-2 sich ähnlich verhält wie Influenza-Aviren. Wir sehen also ganz viele Austausche in kurzer Zeit. Wir haben unfassbar viele Übertragungen weltweit von Mensch zu Mensch.
Wir sehen also, das Virus ändert sich massiv. Wir sehen auch, diese Änderungen sind vor allem, relevante Änderungen sind vor allem in der Rezeptorbindedomäne lokalisiert, Spike-Gen, die eben für veränderte Spike-Proteine sorgen, kodieren. Und das ähnelt schon sehr der Influenza-Virus-Evolution. Wir können aber auch einschränkend sagen, dass irgendwann, vielleicht in 10 Jahren, wenn wir durch Impfungen einen großen Teil unserer Bevölkerung immunisiert haben oder durch Infektion, dass wir dann auch wieder große Gemeinsamkeiten sehen zwischen den Schnupfen-Coronaviren und SARS-CoV-2. Und wahrscheinlich wird es also eben nicht auf lange Sicht laufen, wie die Influenza-Virus-Evolution, die ja dazu führt, dass wir eben jedes Jahr von Neuem die Wirksamkeit unserer Impfstoffe bewerten müssen und vielleicht auch unsere Impfstoffe anpassen müssen. In einem postpandemischen Szenario können wir also Hoffnung haben, dass SARS-CoV-2 deutlich beherrschbarer ist, was die Impfung angeht, was die Kontrolle durch Impfung angeht, als die Grippeviren, als Influenza-Viren. Aber im Moment ist das eben nicht so, weil wir haben also diese wahnsinnige Übertragungshäufigkeit weltweit. Wir haben die Gabe von Antikörpern, entweder im Rahmen von Konvaleszenzplasmen oder eben durch Antikörperpräparate. Und das ist im Moment erkennbar. Wir haben viele verschiedene Mutationen weltweit. Es wird noch mehr geben, ganz sicher. Und das ist so das Szenario, das ich im Moment anbieten würde. Also 5 bis 10 Jahre werden wir das sehr, sehr genau im Auge behalten müssen. Vielleicht, weiß keiner, werden wir unsere Impfstoffe anpassen müssen oder nicht. Wir werden sehen. Im Moment sieht es noch beherrschbar aus. Die Daten haben wir ja, soweit sie verfügbar sind, das sind wenig Daten. Also das mag sich auch alles nochmal ändern. Aber im Moment sieht das so beherrschbar aus, würde ich sagen. Auf lange Sicht wird das deutlich beherrschbarer, weil einfach eben Coronaviren anders sind als andere RNA-Viren. Und damit möchte ich diesen Vortrag zumindest gerne jetzt beenden. Und ich danke natürlich meiner ganzen Arbeitsgruppe. Hier ist ein Bild aus glücklichen Tagen, als wir noch alle zusammensaßen. Im Moment sind es mir natürlich nicht so. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Professor Rechter. Ich habe eine ganze Menge gelernt und einiges muss ich, glaube ich, mir nochmal anschauen, um das, glaube ich, auch nochmal noch besser zu durchdringen. Es gibt ein paar Fragen, die reingekommen sind, mit denen würde ich beginnen. Mhm. Vielleicht möchten Sie die Bildschirmpräsentation beenden? Ja, genau. Ja, gerne. Dankeschön. Also ein Kollege fragt, lässt sich, also ich lese einfach vor, lässt es sich schon absehen, ob es durch das Masketragen mehr oder weniger Antigendrift gibt? Also zusätzlicher Druck durch Masken oder weniger Infektion mit weniger Mutanten und weniger Drift? Also ganz sicher weniger Infektion. Das muss man erstmal sagen. Die Masken funktionieren. Und zwar sowohl für den Selbstschutz als auch für den Fremdschutz, vor allem die FFP2-Masken. Wir hatten ja vor kurzem eine politische Entscheidung zur Pflicht von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften in Teilen Deutschlands. Und dann ja auch nochmal deutschlandweit Änderungen oder Verschärfungen diesbezüglich. Und das ist schon sehr gut, weil eben die FFP2-Masken deutlich besseren Schutz bieten. Sie verringern die Virusmenge, die man einatmet. Und das kann gut sein, dass das ganz entscheidend ist für die Schwere der Erkrankung. Auch das wissen wir noch nicht. Aber es kann gut sein, dass es auch, selbst wenn was durch die Maske durchkommt, dass es dann weniger ist, als wenn man keine getragen hätte und dass das wieder für die eigene Gesundheit sehr wichtig ist. Aber sie sind eben auch für den Fremdschutz deutlich besser als einfache Stoffmasken. Was nicht heißt, dass man keine Stoffmasken oder solche Community-Masken benutzen sollte. Das sollte man natürlich in jedem Fall trotzdem. Aber erstmal, also Masken ist eine super Idee und eben sehr einfach realisierbar. Und nun ist der zweite Teil der Frage ja, was bedeutet das für die Virusevolution? Und das ist schwierig und ich muss da passen, wir wissen es nicht, weil wir nicht wissen, ob das irgendeinen Effekt überhaupt hat. In dem Sinne, man könnte das jetzt konstruieren und weit ausholen und sagen, ja, aber dann es gibt solche Bottleneck-Effekte, die beschreiben, dass ganz wenig Virus übertragen wird und dass dann Viren, die normalerweise im Vergleich zum Wildtyp keine Chancen hätten, weil sie einfach irgendwie nicht so fit sind, nicht so gut replizieren, plötzlich das einzige Virus auf weiter Flur sind und einen Vorteil haben und eben doch sich durchsetzen und weiter anpassen können. Das ist sicherlich so, dass es solche Effekte gibt, ob das nur mit den Masken assoziiert ist oder nicht, kann sein, ich kann es nicht sicher beantworten.
diese Veränderung des Virus kommen ja, also habe ich jetzt gelernt, sind vor allem in der Replikation können diese Veränderungen zustande kommen. Und jetzt gibt es ja eine hohe Anzahl an Replikationen bei einem infizierten Patienten, der sagen, das Virus in sich trägt und erkrankt ist. Da passiert das ja ganz viel. Ist sagen, die Anzahl der infizierten Patienten gemessen an den ganzen Replikationen, die in einem Patienten passieren, ist das eine relevante Größenordnung? Ja. Ja. Genau. Also das ist das, was ich vorhin versuchte, so den Gedankengang zu folgen. Also wir haben einfach wir haben so unfassbar viele infizierte Menschen auf dem Planeten. Das Virus kann im Moment ganz, ganz viel ausprobieren, weil es einfach immer wieder neue Ansteckungen gibt und immer wieder neue Settings, also Wirte mit neuen Immunrepertoires, auf die sich das Virus einstellen muss, wenn es Erfolg haben will. Und das ist eben gerade das Besondere. Wir sind für das Virus, wenn Sie so wollen, weltweit ein einziges großes Versuchslabor. Das ist beeindruckend dahingehend. Sie haben gerade, wenn ich es recht verstanden habe, aufgezeigt, dass die Coronaviren eigentlich recht stabil sind und sagen, die hohe Anzahl der Varianten, die wir schon festgestellt haben, ist ein Zeichen davon, dass auch einfach die Anzahl der Infektionen offensichtlich so hoch ist, auch dass das sich so entwickeln konnte. Genau. Aber dazu gehört natürlich auch die Tatsache, dass die Schnupfenviren haben wir ja jeden Winter. Das heißt, wir Menschen haben eine gewisse Immunität, eine Teilimmunität, wenn Sie so wollen, gegen diese Schnupfen-Coronaviren. Und darum haben wir viel, viel weniger Ansteckungen und auch wahrscheinlich auch weniger intensive Ansteckungen. Wobei man da beim Letzteren vorsichtig sein muss, das sind Viren, die auf den Schleimhäuten der oberen Atemwege replizieren, also an einem Ort, wo unsere systemischen Immunantworten gar nicht so gut hinkommen. Also Antikörper im Blut müssen ja erstmal dann zu unseren Schleimhäuten kommen. Natürlich gibt es auch eine mukosale Immunität mit Antikörpern, mit T-Zellen in der Schleimhaut, klar. Aber ganz im Allgemeinen und ganz simplifiziert gesagt, dadurch, dass wir eben immer wieder diese Erkältungsviren haben, hat das Virus gar nicht, diese Erkältungskoronaviren haben gar nicht die gleiche Chance, so viele Menschen so massiv zu infizieren wie SARS-CoV-2 gerade, dass auf eine, wir sagen, naive Population im Sinne von einer komplett suszeptible Population jeder Mensch kann infiziert werden, weil keiner Immunität hat, außer den Geimpften oder den bereits Infizierten. Und selbst bei denen wissen wir ja nicht, ob die nicht trotzdem ein bisschen infiziert werden können, leider, oder eben auch infiziert werden können, dann trotzdem zwar vielleicht nicht mehr, oder so sehen die Daten aus, ja nicht mehr schwer krank werden, aber trotzdem infiziert werden können und damit ja potenziell leider, leider, leider immer noch infizieren können. Ja, dass wir also nicht davon ausgehen dürfen, dass die systemische Immunantwort, die so eine Impfung, eine intramuskuläre Injektion zum Beispiel eines bestimmten Impfstoffes erzeugt, zu einer sterilen Immunität führen, in dem Sinne, dass diese Geimpften oder Infizierten nicht mehr infektiös sein können. Das wird im Moment, stellt sich das ja nicht so dar. Und das ist auch nicht zu erwarten bei so einer Impfstrategie. Das müssen wir uns klar machen. Da würde ich dann auch mal zwei Fragen aus dem Chat nehmen auch. Ein Kollege schreibt, die mRNA-Technologie sollte ja eine gegebenenfalls nötige Anpassung ähnlich der Influenza-Impfstoffe ohne neue Zulassungsstudien in kurzer Zeit ermöglichen. Möglicherweise als Boosterimpfung? Ja, also erstmal, genau, die mRNA-Technologie ist neu und bietet diesen wahnsinnigen Vorteil, dass man diese Konstrukte relativ schnell ändern kann. Ich möchte mich, das stimmt, ich möchte nicht, dann gibt es den nächsten Teil dieser Frage, ist die Frage nach Zulassung. Braucht also diese Vakzine eine neue Zulassung? Dazu möchte ich mich nicht äußern, das ist nicht meine Expertise. Das einmal dahingestellt, dafür haben wir hier bei uns natürlich eine große wissenschaftliche Community, die den dafür notwendigen Daten generieren kann. Wir haben aber sicherlich auch eben das Paul-Ehrlich-Institut als Zulassungsinstanz, die das bewerten wird im Einzelfall. Das wird viel von den Änderungen ankommen, ob dann eine neue Zulassungsstudie oder in welchem Rahmen diese dann nötig würde, müssen wir dann wirklich auch dahingestellt lassen an dieser Stelle. Das dritte ist die Frage, der Vergleich zu den Influenza-Viren. Das ist eben ein entscheidender Unterschied. Unsere bisherigen Influenza-Impfstoffe werden in Hühnereiern erzeugt. Das ist unfassbar mühsam. Der Impfstoff, den ich zum Beispiel
mir wieder abgeben lassen, diese Saison. Da sind vier verschiedene Hämoglobine drin, das heißt, das sind auch vier Hühnereier, die einzeln mit einem bestimmten, man sagt auf Englisch Seed Virus, also mit einem bestimmten Impfvirus infiziert worden sind. Dann wird dieses Protein aufgereinigt und dieses Protein wird uns dann verimpft. Also das ist ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren, Millionen und Abermillionen an infizierten Hühnereiern, um ausreichend Impfdosen für die Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das brauchen wir natürlich. Das heißt, die sind gar nicht ähnlich. Die Ähnlichkeit zwischen dem Influenza-Impfstoff und dem jetzt momentan in Deutschland eingesetzten Impfstoff, also den mRNA-Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und von Moderna, ist lediglich, dass in beiden Fällen es um das virale Glykoprotein geht, das Hämagglutinin und das Spike. Aber der Weg zu diesem Protein ist dramatisch anders. Bei den Influenza-Impfstoffen haben wir eben diese Anzucht an Viren, die Vermehrung von Viren und dann die Aufreinigung des Proteins und das Protein wird verimpft. Und bei den mRNA-Impfstoffen verimpfen wir das Erbgut. Und das Erbgut geht in unsere Zellen und erzeugt das Protein dann erst. Also dramatischer Unterschied. Und wir werden sehen, also die Frage wäre, wie geht es mit den Influenza-Impfstoffen weiter? Können wir denn darauf hoffen, dass dann vielleicht bald wir auch bessere und noch leichter herstellbare Influenza-Impfstoffe bekommen, vielleicht über die mRNA-Technologie? Und ich hoffe das, aber ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Hoffentlich klappt es. Ich würde persönlich sagen, wir haben im Moment mit SARS-CoV-2 und den mRNA-Impfstoffen großes, großes Glück. Wenn Sie geguckt haben, Merck hat ja diese Woche erst seine Impfbemühungen basierend auf einer anderen Impfstofftechnologie, das war ein Vektorimpfstoff, eingestellt, weil es nicht funktioniert hat. Also wir haben unfassbares Glück im Unglück, dass es offensichtlich Impfstoffe gibt, die wirken, die sehr, sehr effizient sind. Sie erinnern sich, wir reden ja von über 90% Schutz. Mhm. Wenn das denn mal verallgemeinerbar ist über alle Altersgruppen und alle Patienten, das ist klar, muss man vorsichtig sein. Aber im Moment sieht das Ganze doch, also wir könnten ganz anders im Moment dastehen. Wenn wir Pech gehabt hätten, hätten wir jetzt gar nichts. Und dann würden wir nicht über ein schwieriges Jahr 21 nachdenken. Und das wird ein schwieriges Jahr, für uns hier in Deutschland auch. Sondern wir hätten nichts in der Hand. Das hätte passieren können. Und es ist nicht passiert und jetzt müssen wir hoffen, dass diese Impfstoffe weiterhin gut funktionieren. Wir müssen hoffen, dass die Nebenwirkungen weiter so, dass das Profil an Nebenwirkungen so gut bleibt, so positiv bleibt, wie sich im Moment darstellt. Das kann man nicht für die langfristigen Sicherheit. Wir können das nicht bewerten, das geht nicht, das ist komplett neu. Man hätte niemals einen so neuen Impfstoff jetzt direkt an einer gesamten Bevölkerung eingesetzt, wenn nicht diese Notlage, diese Pandemie jetzt da wäre. Und im Moment würde ich sagen, sieht es wirklich gut aus. Also ich sage mal Glück im Unglück. Und hoffentlich klappt das dann mit Influenza auch. Ob das so ist, keine Ahnung. Niemand würde Ihnen das beantworten können momentan. Wenn man die Veränderung des Genoms so gut beschreiben kann, dass man sagt, da ist eine Veränderung in der Bindungsstelle zum Beispiel oder so, dass ich dann dementsprechend auch die verimpfte mRNA entsprechend verändern kann. Genau. Glauben Sie, also was würde für eine Notwendigkeit, also um sagen zu verstehen, was würde für eine Notwendigkeit einer erneuten klinischen Überprüfung, also einer erneuten klinischen Studie dazu sprechen? Anders gefragt, wie gut ist denn dann, sagen, oder ist das sagen, oder wenn man dann sagt, ich muss das doch überprüfen, ist das eher, dass man der eigenen Methode nicht traut? Nö, das ist einfach so, weil also ich denke, ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass das alles sehr, sehr schnell gehen wird, wenn man gerade wenn man nur an einzelnen Positionen in dieser mRNA, die für das virale Spike-Protein jetzt im Fall von diesen beiden genannten Impfstoffen kodiert, was ändert. Nur ich weiß es nicht und ich finde, ich sollte mich dazu gar nicht äußern, denn dafür gibt es einfach Instanzen, die das besser bewerten können. Und es ist ganz schlecht, wenn man jetzt eine Vorhersage hier macht. Und am Ende kommt es anders und dann in einem Jahr sagt dann jemand, ach, der verrückte Professor hat doch das und das gesagt, stimmt ja gar nicht. Man kann es nicht wissen. Im Endeffekt bin ich sehr froh, dass wir so großartig arbeitende Institutionen haben in Deutschland, wie eben viele, viele Kollegen in Deutschland, die jetzt dazu entscheidende Arbeit leisten und eben auch das Paul-Ehrlich-Institut, sodass ich glaube, wir können dem sehr entspannt gegenüberstehen. Wenn es schnell gehen muss, wird es schnell gehen. Und eben das Gute für uns ist, wie der Kollege im Chat ja auch sagte, diese mRNA-Technologie bietet eben diesen Vorteil, dass wir sehr, sehr schnell Sachen verändern können im Konstrukt, das wir benutzen, um Immunantworten zu erzeugen.
Eine andere Frage. Halten Sie die Entwicklung von Antibody-Dependent Enhancement für eine realistische Problematik bei nicht mehr neutralisierenden Antikörpern im Rahmen von SARS-CoV-2? Ja, das ist ein total wichtiges Konzept, aber das muss man einführen, bevor ich darauf antworte. Der Kollege, da beweist der Kollege ein sehr, sehr großes Detailwissen. Also antikörpervermittelte Verstärkung oder Immunverstärkung, auf Englisch ADE oder Antibody Dependent Enhancement, beschreibt genau diesen Prozess, dass subneutralisierende Antikörper, also Antikörper, die sich an das Virus binden, aber es nicht ausschalten, die Aufnahme des Virus in die Zielzelle leider nur verstärken und es dann zu einer noch schlimmeren Infektion kommt. Das Ganze kennen wir vor allem in der Virologie vom Dengue-Virus, wo das tatsächlich ein ganz wichtiger Prozess ist, der dazu beiträgt, dass, wenn man zum zweiten Mal Dengue hat in seinem Leben, dass das schwerer verlaufen kann, als wenn man es zum ersten Mal hat oder zum dritten oder vierten Mal. Es gibt verschiedene Serotypen. Während das ist, also klar ist, es gibt das, ist es bei den Coronaviren überhaupt nicht so klar. Der Prozess ist vor allem von einem Katzen-Coronavirus beschrieben worden. Und auch da sind wir nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, was die Bewertung der Relevanz bedeutet. Es könnte sein, dass das viel weniger ein Problem ist, auch beim Katzen-Coronavirus, als wir denken. Aber ich glaube also, ich persönlich glaube, dass momentan es keine Evidenz dafür gibt, dass wir uns über diesen Prozess bei den SARS-CoV-2-Impfstoffen oder auch vorangegangenen Infektionen große Sorgen machen müssen. Wir wissen es nicht, abschließend zu sagen, aber im Moment sehe ich keinen Grund, mir darüber große Sorgen zu machen. Dann hätte ich gerade, hätte ich noch zwei Fragen. Ja. Wenn wir über diese britische Variante nachdenken, auch die sagen wir mal, am häufigsten sagen, die Singapur-Variante haben Sie gerade gezeigt, das ist natürlich etwas, was bei uns in der Medienwelt sagen, natürlich erstmal nicht so präsent ist, wie die uns eher zumindest vordergründig bedrohliche Variante angeht. Das ist ja eine hohe Anzahl von Patienten wohl, zeigen schon diese Variante auf, ja, die sich gezeigt hat. Ist das so, dass man auch ein Patient Zero das zurückführen kann, bei dem sollen diese Mutationen entstanden? Also ist das so, also vom Verständnis her, ist das so, in einem Patienten ist das irgendwann passiert und der hat das dann sagen, wartet? Das kann gut sein. Also es gibt die Suche nach Patient Zero, das gibt es in vielen Viren. Bei HIV versucht man das oder weiß man da sehr viel drüber in bestimmten Regionen der Welt. Nicht im Ursprung, bei HIV jetzt sicherlich nicht im Ursprung in Afrika, sondern beim Eintrag in die USA gibt es Spekulationen über den Patient Zero. Hier bei uns, bei dieser englischen Variante, wissen wir das nicht. Und es gibt einfach so eine intensive Transmission aktuell. Und es kann ja gut sein, dass das in einem Patienten entstanden ist, der gar keine Symptome zeigte. Und dann ist das halt weitergegangen, bis man es irgendwann bemerkt hat. Und zu guter Letzt kann man nicht ausschließen, dass das sogar parallel entstanden sein könnte in mehreren Patienten, fast gleichzeitig. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber klar ist, das wissen wir nicht, aber man kann zumindest den geografischen Ursprung relativ sicher einschätzen, dass das tatsächlich in dieser intensiven Transmission in England passiert sein wird. Auch anschließend an den Vortrag aus dem Frühjahr, den Sie ja dankenswerterweise gehalten haben, ist die Reproduktionszahl vom SARS-Coronavirus 2, die wir jetzt kennen und die vielleicht, also die ja von Individuum zu Individuum ja auch so ein bisschen, also ein Durchschnittswert her ist, den wir sozusagen hier nehmen, ist das vergleichbar mit der Reproduktionszahl von Coronaviren bei den tierischen Wirten, die sagen, Oh, wow, das ist eine schwierige Frage. Jein, also es ist schwer zu verallgemeinern. Also, ganz sicher kann ich die Frage nicht beantworten. Ich würde mal sagen, dass die verschiedenen tierischen Coronaviren sich total unterscheiden. Die Viren unterscheiden sich voneinander, aber vor allem die Wirte unterscheiden sich voneinander. Das Szenario ist ja die Frage, wenn es zum Beispiel es gab zum Beispiel vor wenigen Jahren einen Eintrag eines völlig anderen Fledermaus-Coronavirus in Schweine. Und das war dann plötzlich ein neues Schweinevirus und hat auch unfassbar schnell durchseucht. Nun stehen aber die Schweine auch sehr eng zusammen in der Tierhaltung.
Und gerade wenn solche Viren dann eben über die Atemwege oder über den Gastrointestinaltrakt übertragen werden, ist das eine unfassbar effiziente Übertragung, so wie eben SARS-CoV-2 in den Nerzfarmen ja auch. Und das ist allgemeine Infektionsbiologie. Was passiert, wenn 10, 100.000 Wirte eng aneinander stecken und ein so übertragbares Virus reingeben? Dann gibt es eben eine unfassbar hohe Reproduktionszahl oder auch eine sehr hohe Befallsrate, wenn Sie das wollen, also eine Secondary Attack Rate. Aber das wird sehr vom Virus abhängen, und wenn das Virus etabliert ist in einer tierischen Population, dann haben Sie vielleicht am Ende sowas wie einfach, wo eben so eine gewisse Teilimmunität in der Bevölkerung vorliegt, die dann eben die Virusübertragung auch wieder deutlich einschränkt. Und darum kann man das sicherlich nicht verallgemeinern. Aber es lohnt sich natürlich, die Frage ist gut, und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Aber ich würde hier vor allem eben darauf verweisen, auf diese allgemeinen Prinzipien, was passiert, wenn ein Erreger auf eine vollkommen suszeptible Population trifft, so wie SARS-CoV-2 bei uns oder eben dieses andere Fledermausvirus bei den Schweinen vor wenigen Jahren. Also warum ich das frage, ist, ich denke, wenn ich an SARS-Coronavirus-3 denken würde, ja, Sie haben gerade beschrieben, es kann natürlich sein, dass wir sagen, Sie, Corona, also SARS-Virus-1, dass es eventuell sozusagen eine Veränderung gab, die dann sozusagen zu unserem aktuellen Coronavirus-2 führte. Ob wir sozusagen nicht nur Patientinnen und Patienten monitoren müssen, sondern natürlich dann auch eventuell, falls die suskriptiblen sagen Tiere zum Beispiel, die das eventuell dann auch tragen, ob man die dann sagen genauso im Blick haben muss. Oder gibt es da Maßnahmen, von denen, also ich jetzt weiß davon nichts, Doch, doch, die gibt es. Also das muss man, absolut. Wir müssen das im Blick haben. Es gibt, also wenn die Tiere krank werden, Katzen vor allem, aber auch hier und da Hunde, dann gibt es inzwischen eine Reaktion. Diese Tiere müssen untersucht werden. Proben dieser Tiere werden inzwischen im deutschen Referenzlabor auf der Insel Riems, im Veterinärreferenzlabor, dem Friedrich-Löffler-Institut, untersucht, und Viren werden charakterisiert. Und wenn dann jemand was auffällt in der wissenschaftlichen Community, natürlich nicht nur am FLI, aber eben auch federführend dort, aber eben auch in allen anderen Standorten, dann muss man sich diese Viren anschauen und versuchen, eine Vorhersage basierend auf Daten zu schaffen, die wertvoll ist. Ich glaube, man darf nicht, Mutationen passieren jetzt sehr viele oder entstehen sehr viele, und man darf nicht bei jeder neuen Variante, also jedem Aminosäureaustausch, sofort schreien und in Panik geraten: Oh, eine neue Variante, wie schlimm, wir werden alle sterben oder das Virus ist bestimmt noch übertragbarer. Sondern dafür muss man Daten generieren. Und diese Daten können epidemiologisch sein, so wie jetzt in England, dass man sagt: Verdammt, ich habe eine unfassbare Anzahl an Fällen in einem bestimmten geografischen Kontext. Könnte es sein, dass diese Variante übertragbarer ist. Die kann aber genauso gut, und sie sollte komplementiert werden bei virologischen Arbeiten, wo man im Labor versucht, erstmal in Zellkultur das anzugucken. Und zu guter Letzt wird man wahrscheinlich in den meisten Varianten um Tierversuche nicht umhin kommen, um nochmal dazu nachzustellen, ob diese Varianten wirklich übertragbare sind. Denn wenn sie das sind, dann ist das natürlich eine große Bedrohung in der aktuellen Situation, und auf die man antworten muss. Und das ist der Weg, was momentan gemacht wird. Nur darf man nicht vergessen, sich jede Mutation im Labor, also in einem virologischen Labor anzugucken, ist unfassbar aufwendig. Das macht man nicht mal eben schnell in ein paar Wochen. Das funktioniert nicht. Selbst in Top-Labors, die sich mit Coronaviren wirklich auskennen, hier an der Charité, das Labor Drosten, kennt sich sehr, sehr gut mit Coronaviren aus, und auch die werden für sowas Monate brauchen. Und viele andere Expertenlabore weltweit auch. Also das ist nichts, was man für jede Mutation macht, sondern wir müssen diese Mutationen erkennen, und dann müssen wir noch besser, wir müssen unsere Methoden verbessern, um eine Vorhersage zu treffen, was schauen wir uns jetzt im Labor an. Weil alles wird nicht gehen oder wird zumindest nicht schnell gehen. Und das ist eben ganz wichtig, und dann eben das genannte Zusammenspiel Epidemiologie, also einfach. Natürlich müssen wir dieses Erbgut erstmal charakterisieren, aber daneben erkennen, gibt es denn einen Hinweis darauf, dass diese Viren übertragbar sind oder auch sonst wie anders oder eben eine andere Klinik verursachen, im schlechtesten Falle auch noch. Und das ist sicherlich die Zukunft der nächsten Monate. Da müssen wir alle dran arbeiten, das tun wir auch. Herzlichen Dank, Herr Professor Drechsler. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auf nächste Woche auch verweisen. Da wird Herr Dr. Hamuda aus dem Robert-Koch-Institut, der das Referat Infektionsepidemiologie leitet,
zu sprechen und uns